Wenn du als Gebäudereinigungsunternehmer endlich mehr Neukundenaufträge annehmen willst, um den Umsatz zu machen, den du dir wünschst und dabei ein verlässliches, stabiles Team aufbaust, dann heiße ich dich ganz herzlich willkommen an dieser Stelle, denn hier teile ich meine getesteten Strategien. Wer bin ich? Ich bin Alex von Reinigungspersonal.jetzt und ich habe in den letzten 2 Jahren dabei geholfen, Gebäudereinigung aufzubauen von ein bis ein paar tausend Mitarbeiter, um ihren Umsatz drastisch zu erhöhen, um in Zeiten wie diesen auch überleben zu können. Hier geht es also wirklich um Insider-Tipps und Tricks, die getestet sind und die möchte ich in diesem Podcast mit dir teilen. Also, wenn du Bock darauf hast, super, du willst loslegen, hervorragend. Also, Thema heute Abend ist Digitalisierung. Ich meine, CMS war eins der größten Schlagwörter, war Digitalisierung. Was ist aber tatsächlich Digitalisierung? Und da soll es heute mal drum gehen, was passiert eigentlich mit der Digitalisierung für dich und dein Unternehmen? Und zwar gibt es nice to have und Dinge, die sind wirklich essentiell. Heute wollen wir mal auseinandernehmen, was ist eigentlich nice to have? Was sorgt für, Zitat Bodo Schäfer, EPAs, also einkommensproduzierende Maßnahmen? Welche Software bringt dir tatsächlich Geld? Und welche kostet dich nur Geld? Und die, die auf der CMS waren, ich möchte wetten, ihr könnt sagen, ich habe 20 Softwarehersteller gesehen, die mir das Goldene vom Ei versprochen haben. Und dann gibt es davon vermutlich 18, vielleicht 17 Software, die tatsächlich was taugen. Und der Rest bindet dich mehr in Form von Arbeitszeit, also nicht Einkommen, sondern nur Zeitbindung, wo kein Outcome möglich ist. Und was stoppt dich daran? Also die Softwaren wollen wir heute mal durchsprechen. Ich weiß nicht, was die Kunden da... Du musst drücken. Ich muss auf die Kunden drücken. Nein, du musst einfach einmal drücken. Okay. Nochmal drücken. Sehr gut. Ja. Das sind die EPAs. Ah. Gut. Gut, dass ich heute dabei bin. Ja, tatsächlich. Und zwar soll darum gehen, welche Software bringt dich in der Kundenkommunikation, in der Mitarbeiterkommunikation und in den Regulatorien. Zum Beispiel, wenn du deine Mitarbeiter schulen musst. Wie sehr lässt sich das Ganze automatisieren und kontrollieren und überwachen? Ja, Mitarbeiter ist eine Geschichte, also beziehungsweise die Regulatorien, die Schulungen, wenn du kannst, halte sie persönlich ab. Ich sage nur, ab einer gewissen Größe ist es so, du trommelst nicht deine ganze Firma zusammen. Wir haben jetzt 2 Leute hier sitzen, wo ich direkt weiß, ja, wenn die das machen, müssen die sich einen Ballsaal mieten oder ein Fußballstadion. Und welche Software könnte dir da zum Beispiel rechtssicher dafür sorgen, dass du immer sagen kannst, pass auf, meine Mitarbeiter sind geschult, meine Mitarbeiter werden geschult und ich kann es beweisen. Denn es gibt durchaus Software, die sagen können, pass auf, mein Mitarbeiter hat das Schulungsvideo gesehen, hat die Schulungsfragen ausgefüllt oder den Fragebogen. Und wenn nicht, dann erinnere ich ihn so lange oder ich kriege eine Meldung, dass sich das an oder die entsprechende Stelle in deinem Unternehmen kriegt die Meldung, dass ich das weiterreichen kann und sagen kann, bitte lieber Mitarbeiter, schau dir deine Schulung an. Also, leichte und schnelle Rechnungsstellung. Ein absolutes Phänomen, was ich immer wieder gesehen habe, dass Rechnungen mit Excel geschrieben werden oder gar mit Word. Und da denke ich mir, es gibt so geile Software für einen echt schmalen Kurs, die, und das ist eines der Dinge, über die wir sprechen wollen, sich auch an ein Zeiterfassungssystem anbinden lassen mit wenigen Handgriffen. Nicht IT-Studium mit Master und anschließender Doktorarbeit, sondern tatsächlich mit einfachen Handgriffen, sodass alles, deine Zeitmessung kommt rein, deine Rechnungen gehen raus und alles passiert innerhalb einer Software. Nichts wird mit Excel, keine Angebote werden in Excel geschrieben. All diese Sachen einmal durchgesprochen haben und auch mal wirklich hier Preise auf den Tisch, um sagen zu können, ey, das kostet nicht 10 Millionen Euro, wenn ich das jetzt mache. Da kann ich mit, also die günstigste Variante, die mir jetzt gerade einfällt dafür, sind 20 Euro im Monat. Und einfach, um euch mal einen Überblick zu geben, darum soll es jetzt gehen. Und Andrea hat es schon schön angeteasert. Nächste Woche kommt alles, was wir heute nicht schaffen. Denn beim Schreiben dieser Präsentation und auch beim drüber denken, reden, quatschen, haben wir wirklich festgestellt, mein Gott, der Markt ist echt überflutet. Und wir wollen es mal auf die simplen Sachen runterbrechen. Und selbst dies runterbrechen, um es ordentlich zu machen für dich, bedarf ein wenig Arbeit. Also,
Deine Firma, dein Unternehmen besteht zumindest aus unserer Sicht. Bitte checke mal, ob du mir da folgen kannst und nick dann auch oder sag ja, hast du recht. Besteht aus diesen vier Säulen. Du hast dein Bestandskundengeschäft, das ist da, wo jeden Monat dein Geld reinkommt. Du hast dein Neukundengeschäft, das ist da, wo dein Wachstum liegt, also dein wirkliches Wachstum. Dann hast du dein Recruiting, wie immer dieses Recruiting für dich aussehen mag. Du brauchst Mitarbeiter, um eine gewisse Stelle zu besetzen und, und. Und du hast ganz unten, wo das Elementarste, dein Backoffice, dein Rückgrat, dass das dafür sorgt, dass deine Firma funktioniert, Verzeihung, dass deine Firma geradeaus läuft, dass Rechnungen geschrieben werden, dass Mitarbeiter eingeteilt sind, dass Krankenscheine gepflegt werden, dass Kommunikation mit deinen Kunden stattfindet und, und. Diese vier Säulen, wenn drei von vier von diesen vier Säulen gerade stehen, also tatsächlich, du sagst, die sind auf Beton gebaut, wirst du feststellen, wächst dein Unternehmen. Wenn nur zwei Säulen davon funktionieren, wirst du sehen, es wackelt und es gibt kein Wachstum. Es gibt immer Ruder. Drei von vier sind das Minimum für ein gesundes, solides Wachstum. Dann kannst du in der letzten Säule, wo es so ein bisschen hapert, immer wieder nachbessern. Wie würdest du das sehen? Stimmst du mir dazu oder sagst du, Alex, da hast du dir Mist zusammen erzählt? Bis jetzt passt das für mich ganz gut. Dankeschön. Also, dann fangen wir mal ganz oben an. Wenn du, gerade wenn du eine neue Firma gründest, neu aufsetzt, dann ist es oftmals eine Entscheidung, womit arbeite ich? Entscheide ich mich für eine Form von Windows-basierte Anwendung? Wir haben jetzt hier Windows 365 genommen. Oder arbeite ich Cloud-basiert und gehe direkt zu Google? Sämtliche Entscheidungen obliegen immer dem Unternehmer selbst. Ich habe hier nun mal aufgeschlüsselt, wo der Unterschied sein könnte oder auch nicht. Persönliche Präferenzen, die ich hier aussprechen möchte, ist ganz klar Google. Es ist einfach komfortabler. Es ist leichter integrierbar in die meisten Programme. Und so, dass ich ja gesagt habe, wir wollen nicht Excel benutzen und wir wollen nicht mit Word unsere Angebote schreiben, können wir auf diese Software verzichten und sagen, wir sparen uns, vorsichtig formuliert, das Geld für Microsoft. Denn auch wenn da steht, und das will ich an dieser Stelle wirklich erwähnen, 5 Euro pro Nutzer, respektive 6 Euro pro Nutzer, wir müssen hier ein bisschen Abstufung machen, was Microsoft und Google betrifft, hast du bei Google langfristig mehr Features. Und ob für dich persönlich als Unternehmer jetzt 30 Gigabyte oder 1 Terabyte pro Nutzer elementar sind, seien wir mal ganz ehrlich, wie viele E-Mails sind 30 Gigabyte? Wie lange muss deine Firma bestehen, damit du 30 Gigabyte nur mit E-Mails füllst? Vermutlich länger, als es das Konzept von E-Mails geben wird. Nur mal so am Rande. Von daher benutzerfreundlicher, einfacher einzurichten und langfristig stabiler, wenn auch zumindest hier 1 Euro pro Nutzer teurer, mag jetzt so sein. Meine persönliche Präferenz, Google. Fassen wir nochmal zusammen. Vorteile von Google. Also nutzerfreundlich, schnell angeboten, wirklich mit wenigen Klicks. Du kommst von überall drauf. Und neue PCs sind schnell eingebunden. Du musst nicht deinen Techniker holen, du brauchst keinen ITler. Mit Google anmelden, Passwort eingeben, Zweitbestätigung vom Mobiltelefon und alles ist gut. Kein Drama, wenn die Hardware schlapp macht. Das ist wirklich kindersicher, wenn ich das mal so vorsichtig formuliere. Also das ist die Anwendung ist extremst einfach. Microsoft hat nichts? Windows? Wir haben nur die Google-Vorteile Ach so, aufgelistet. wir sind heute Wir sehr, sind pro Google. wir sind pro Google. Kein Verwund. Nimm Google, ist besser. Keine Chance. Wir kriegen kein Geld. Bitte nutze diesen Affiliate-Link. Nein, Spaß beiseite. Dann die nächste Geschichte, und die meisten von euch haben es, und wenn nicht, rate ich ganz dringend dazu, ist der eigene Server. Das hat nicht nur was mit DSGVO zu tun, also der Datenschutzgrundverordnung. Das hat auch etwas damit zu tun, dass du deine laufenden Kosten unglaublich gering halten kannst.
du mit einmaligen Investitionen meist für die nächsten 3 bis 5 Jahre Ruhe hast. Im Hartfall sagen kannst, pass auf, ich ziehe den Internetstecker und meine Daten sind safe. Individuelle Backup-Lösungen, selbstverständlich. Je nachdem, wie sensibel dein Unternehmen aufgestellt ist, je nachdem, wo du reinigst, wie du reinigst und was für Daten du in deinem Server speicherst, lassen sich gerade diese hochsensible, und es gibt hochsensible Daten in der Gebäudereinigung, das gilt nämlich jede Telefonnummer in Deutschland, gilt als hochsensible Daten. Und das sage ich dir als Marketer, das ist ein Riesending. Da möchtest du immer volle Sicherheit für haben. Ja, wenn dein Server in Frankfurt, in Berlin, was haben wir noch? München und Hamburg haben wir die großen Serverstandorte. Wenn die da stehen, natürlich haftet das Unternehmen, wo du den Server mietest, für die Daten. Nur liest ja das Kleingedruckte durch. Deshalb, sobald dein Unternehmen die gewisse Größe erreicht hat, dass du sagen kannst, pass auf, eine Investition von 2.000, 3.000 € in etwas, was dir langfristig keinen Profit bringt, das wollen wir hier ganz offen sagen, ist vollkommen sinnig, denn es schafft dir langfristig viel mehr Sicherheit, als dass du das Ding irgendwo anders stehen hast. Ja, jetzt wollen wir euch mal bemühen. Schaut mal, ob ihr die Emojis findet für den Chat. Bin ich mal gespannt. Ja, da ging die Meinung auseinander, ob Zoom das kann oder nicht. Wie meinst du das? In den Chat kommentieren mit Daumen nach oben oder Daumen nach unten? Peter hat ein Herzchen Oh, gegeben. das ist doch auch Herzchen schön. nehmen wir. Alex, ich glaube, du hattest recht. Ja. Ja, Hände und Herzchen, ne? Na gut. Wir haben ein Herzchen gekriegt, das reicht für heute. Nehmen wir. Gut. Also, das ist der große Roundabout zur Technik vorab. Und jetzt Digitalisierung wirklich mal im Überblick. Was braucht es eigentlich? Und zwar ist es das Büro mit all seinen Subpunkten. Das hast du sehr schön gemacht. Dankeschön. Die wissen jetzt gar nicht, was das andere ist, weil es nicht eingeblendet ist. Genau. Und das ist eben Verwaltungssoftware, ich sag mal wie Bluetem, wie das Gute von der Jenny, kriegt den Namen gerade nicht zusammen. Ja. Die dich dabei unterstützen, deine Zeiterfassung zu machen, deine Buchhaltung und auch deine Rechnungsstellung. Was hast du noch? Personio, Bluetem, Solfi, wo es immer um deine Mitarbeiter geht. Bluetem hat da eine Funktion, du wirst den Namen noch ein paar Mal hören in diesem Video jetzt auch. Solfi hat mehr was mit Benefits zu tun. Personio ist tatsächlich ein Wirtschaftssystem, welches dir hilft, dein Personal so intelligent wie möglich zu optimieren. Und auch hier hast du wieder ein Zeiterfassungssystem. Haben wir hier schon Zeiterfassung und Rechnung, macht Bluetem natürlich. Mitarbeitergewinnung. Auch da die neuen Mitarbeiter einbinden und schulen, all das automatisiert. Plus ein Bonussystem. Ein kleiner Tipp, bevor ich hier weiterklicke. Du wirst, gerade wenn du dich informierst, wirst du viele Softwaren finden, die exklusiv für Gebäudereinigungen entwickelt wurden. Sage ich jetzt mal so ganz frech. Die meisten sind nur umgelabelte Softwaren, die in jeder anderen Nische auch funktionieren, in jeder anderen Industrie und der Preis einfach nur deutlich höher ist, weil er auf eine Nische runtergezogen ist. Das heißt, lass dich nicht blenden davon, dass etwas exklusiv für die Gebäudereinigung hergestellt wird. Schau dir die Features an und sag, brauche ich die tatsächlich? Denn häufig bezahlst du Sachen, die du nicht nutzt. Und das gilt für jede Software, wann immer du etwas einkaufst in dein Unternehmen. Schau mal ganz genau drauf, ob das gerade die Lösung für dein Problem ist. Was ist denn heute los? Verzeihung. Schluck Wasser mit. Und ob es da nicht eine alternative Lösung gibt, wo vielleicht nicht das Label Gebäudereinigung so hart drauf geprintet ist, dass wir, und wir reden da über Preisunterschiede von 150, 200% bei ähnlichen respektive identischen Software. So, Neukunden. Hier fehlt das Google-Logo, aber ansonsten stimmt es. Google ist nicht so wichtig. Ja, irgendwann war es so Logo-Wahnsinn. Da habe ich gedacht, wie viele ziehe ich mir jetzt aus dem Netz? Deine Neukundensoftware. Selbstverständlich der Reinigungsretter. Nicht teurer gemacht, nur weil er für die Gebäudereinigung gemacht ist.
muss ich an dieser Stelle dazu sagen. Nein. Facebook, Instagram, Social Media im Allgemeinen. Heute ist der Wurm drin. Ich quatsche zu lang. Ist ja ganz klar zur Neukundengewinnung. Und da hast du so viele Sachen, die gemacht werden müssen, wenn du mal drüber nachdenkst. Du hast eine Webseite. Vermutlich hast du auch eine Jobofferte auf deiner Webseite. Du hast mittlerweile, und das ist der neue Trend, ist hin zu TikTok. Du verwendest Google Ads. Du hast im Zweifelsfall als Software, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, hinten dran irgendwo eine Marketingagentur, die dich unterstützt. Dann etwas völlig Neues und meines Wissens nach noch in der Gebäudereinigung gar nicht umgesetzt, ist das E-Mail-Marketing. Nehmen wir mal an, du hast so bummelig 1000 E-Mail-Adressen, 1500, was ja verhältnismäßig wenig ist, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast. Und da sind natürlich auch Kunden dabei, die im Laufe der Zeit abhanden gekommen sind oder Kunden, wo du sagst, mit dem richtigen Produkt, mit dem richtigen Interessenten könnte ich da nochmal ein Cross-Sell, ein Upsell machen oder. E-Mail-Marketing kostet dich nahezu null, also E-Mails versenden ist kostenfrei. Nur die E-Mails schreiben und den Kunden immer wieder dran erinnern, hey, es gibt uns und. Dann ist es ganz klar ein CRM-System. Wofür steht CRM? Customer Relationship Management. Das bedeutet nichts anderes als Kundenbeziehung Management, also Kundenbeziehungs-Handling-System, wenn ich es mal ganz plump auf Deutsch übersetze. Auch da, das bindet sich wieder ein in das E-Mail-Marketing und in alle oben genannten Minus der Agentur. Denn wo stehen deine Kundenkontaktdaten? Ist dir bewusst, dass jeder Kundenkontakt Gold ist? Also nicht nur, wenn du ihn verkauft hast und er seit 5 Jahren bei dir Kunde ist, sondern nur, weil du die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse deines Kunden hast, das ist pures Gold und nicht verkäuferisch, du verkaufst diese Daten nicht, um Gottes Willen, sondern du hast sie und damit hast du die Einwilligung, du darfst ihm jederzeit schöne Ostern, schöne Weihnachten und einen schönen Geburtstag, wenn das System ordentlich gepflegt ist, wünschen und bringst damit den persönlichen Touch in deine Firma. Und ja, das funktioniert auch bei Firmen mit weit über 1000 Mitarbeitern. Denn wenn dieses System gepflegt ist, dann klickt das wie ein Uhrwerk. Google My Business, keine extra Software notwendig, allerdings extrem wertvoll in der Pflege. Der gute Peter, der gerade hier dabei ist, der hat sich das vor, wie lange ist es her, Peter? Vor 2 Jahren, dass du es dir auf die Fahne geschrieben hast, Google My Business richtig voranzubringen? Noch nicht mal 2 Jahre und trotzdem bei über 130, 135 Bewertungen. Und das ist einfach das Essentielle. Und das allerletzte, ich habe es nochmal groß gemacht. Hier, Bestandskunden, CRM-System. Weißt du, was mit deinen Bestandskunden abgeht? Kannst du, wenn die Firma Meier anruft, kannst du nachgucken und im besten Fall sogar sehen, was da passiert ist in den letzten 2, 4, 6, 8 Monaten? Wenn dein CRM-System von dir und von deinen Angestellten so gepflegt wird, dass da drin steht, Firma Meier hat sich beschwert am im, dann weiß ich, klingt das jetzt auf dem ersten Schritt nach unglaublich viel Arbeit. Ist es gar nicht, sage ich jetzt mal so. Das Allerwichtigste ist aber, du hast eine Nachvollziehbarkeit. Es fällt dir nichts mehr hinten runter. Sämtliche Informationen, die du erhältst, trägst du in ein CRM-System ein. Und sie sind immer verfügbar. Und es gibt so einen schönen Spruch, und ich mag ihn an dieser Stelle einfach mal bringen, ne? Wissen ist Macht. Das hat auch was mit deinen Bestandskunden zu tun. Immer zu wissen, was bei deinen Bestandskunden up to date ist, ist pures Gold. Denn wenn dein Bestandskunde sagt, pass auf, wir haben gerade eine neue Etage dazu gekauft oder, und er von selbst gar nicht dran gedacht hat, dass er dafür noch eine Bauendreinigung oder braucht. Aber du hast diese Info und bist zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, hast du den Auftrag. Und das wiederum ist pures Geld. Lass uns einmal darüber sprechen, was ich sagte zum Thema Zeiterfassung und Rechnungsstellung. Großes Thema, es ist noch kein Gesetz, aber es soll kommen mit 2024. Und es gibt wunderschöne Kombinationen. Zum Beispiel die Software Clock-In. In Kombination mit Lexware. Clock-In bietet alle Möglichkeiten zur stationären Zeiterfassung über einen Tablet-Terminal
wenn es bei deinem Kunden möglich ist, über die mobile Zeiterfassung per App, über eine Browser-Zeiterfassung, ist jetzt in der Gebäudereinigung weniger so, dass da jemand im Homeoffice seine eigene Wohnung reinigt, soll an dieser Stelle nur mal erwähnt werden, wenn mal wieder was passiert. Und es hat sogar eine Dativ-Anbindung. Das heißt, es geht auch alles super schnell in die Buchhaltung, respektive an den Buchhalter und in die Steuerberatung. Und es lässt sich Kalender und Abwesenheiten mit planen und verwalten. Und in dem Moment, wo du es mit Lexware kombinierst, lässt sich sogar deine Rechnung fast vollständig automatisieren. Es gibt noch ein Gesetz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass keine Rechnungen mit zwei Softwaren, die miteinander kommunizieren, dann automatisch erstellt werden dürfen. Das heißt, da muss noch mal jemand klicken und quasi sagen, ja, der Mitarbeiter war wirklich 40 Stunden bei der Firma X vor Ort. Aber dann reden wir über einen Klick und nicht mehr über 27 Excel-Tabellen. Und alleine das hier ordentlich eingerichtet spart dir Stunden an Arbeit. Und wir haben sogar mal mit den Jungs telefoniert. Das hier ist nicht der beste Preis, den sie machen können. Also wir reden pro Lizenz, bedeutet selbstverständlich pro Mitarbeiter. Und die sagen auf ihrer Webseite ab 6,29, wir haben mit denen gesprochen und es geht runter bis auf knapp 3,13 Euro. Sag nochmal dazu, wir kriegen kein Geld dafür, dass wir die erwähnen. Nee, also wenn ihr uns erwähnt, ihr kriegt es nicht billiger dadurch. Ihr müsst schon selber verhandeln. Wir haben nur aus Interesse tatsächlich mal angefragt und haben gesagt, pass auf, was ist da möglich? Das ist für euch, für dich. Das wäre auch nochmal was, ne? Hörst du Affiliate auf? Marketing, nein, Spaß beiseite. Lexware als Buchhaltungssoftware. Weißt du was? Erzähl du doch mal was dazu. Über die Buchhaltungssoftware, ich kenne Lexware. Jeder, der in der Buchhaltung ist, kennt Lexware. Lexware, Zendesk, Datev, das sind so die Basics, die benutzt werden, oder? Also einmal Frage in die Runde, das sagt euch was, Lexware, ne? Ja, eben, Thumbs up, sag ich doch. Ja, genau. Lexware ist ganz schön, weil es einer dieser Vorreiter war und daher diese ganzen Softwaren, die gerade auf dem Markt hochpoppen. Ich habe nur kurz geguckt und ich habe auf Anhieb 20 verschiedene Zeiterfassungssysteme gefunden, die für Gebäudereinigungen funktionieren würden. Und wenn ich einmal drüber gegangen habe, geguckt, okay, wo sind die Anwendungen gut, was passt? Und am Ende war Clocking wirklich so das, wo ich gesagt habe, hey, du, das passt in der Gebäudereinigung tatsächlich am besten zusammen. Preis-Leistung hat gepasst. Und ich sage jetzt mal jemand wie der Carlos von dem, was ich mitgekriegt habe, das ist eine Option für dich auf jeden Fall. Das ist einfach umzusetzen. Das kriegt auch jemand hin, der noch nie Buchhaltung gemacht hat. Die Kombination aus Lexware und Clock-in ist absolut leicht umsetzbar und sprengt nicht die Bank wie das nächste, über das wir sprechen, was jetzt auch nicht die Bank sprengt und eine super Software ist, aber ich sage jetzt mal, das ist dann eher so die Profi-Variante vom Peter und vom Daniel, die das nutzen. Macht das soweit Sinn? Ja, Cool. also wir haben euch, wann immer du diese Aufzeichnung hier guckst, wir übernehmen natürlich keine Preisgarantien, denn Inflation kommt immer. Aktuell kriegst du für 19,90, wenn du einen Jahresvertrag abschließt, also 50% Rabatt. Die Aktion haben sie immer wieder. Ich kann nur meinen Geburtstag da empfehlen. Da ist meist Richtung Black Friday. Dann gibt es den vielleicht nochmal ein bisschen mehr oder aber den ähnlichen. Also auch wenn du das jetzt hier hörst. Lexware hat immer irgendeine Form von Angebot. Wenn Sie gerade keine haben, klare Empfehlung, warte eine Woche, dann kommt wieder was. Außer in der Schweiz. Wenn jetzt Schweizer zuhören. Die Schweizer machen das nicht mit den Angeboten, tatsächlich. Der Schweiz gibt es keinen. Gut. Aber nee, das ist immer teuer. Und auch hier wieder einfach mal reinrufen, reinschreiben. Was macht ihr aktuell? Wie seid ihr da aufgestellt? Rein Buchhaltung. Steuerberater. Bester Buchhalter. Da kannst du eine Menge Geld sparen, ne? Wenn du die Kombination aus Lexware nimmst. Der Buchhalter, der lockt sich dann da einfach ein, tatsächlich. Der macht dann die Bilanzierung hinten raus, weil das ist etwas, das muss man können.
mit der Bilanzierung, aber dieser ganze Kram vorweg wirklich nicht. Und Steuerberater gehen so arg ins Geld. Die sind richtig, richtig teuer, ja. Genau. Ja, klasse. Dann haben wir die All-in-One-Lösung, wie ich sie so schön nenne. Da können jetzt hier zwei Leute mehr zu erzählen, als ich es tatsächlich könnte. Ich nenne das hier den, ja, den Grandfather of Software für die Gebäudereinigung. Wir haben jetzt hier zwei Leute dabei sitzen, die sich das gegönnt haben, sage ich mal. Würdet ihr das empfehlen, wenn ich meine Unter ihr kennt Carlos Situation mit knapp 40 Mitarbeitern. Würdet ihr ihm Bluthemd schon empfehlen? Ich ja. 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 Ja, eine Baustelle nach der nächsten, ne? Ja, ganz genau. Ja, Bluten, der wirklich nicht Großvater, aber der Alleskönner, die All-in-One-Lösung sozusagen und auch eine persönliche Präferenz zu sagen, ich investiere und packe alles an einen Ort zum Starten und der Einfachheit halber. Gibt es vielleicht bessere Systeme? Allerdings hängt es ganz stark von deinen Zielen ab. Wo soll die Reise hingehen am Ende des Tages? Ne? Wie groß möchtest du werden? Sagst du, du willst in 4 Jahren die Stölting-Gruppe kaufen? Dann ist der Weg über Bluthemd quasi vorgegeben, sage ich jetzt ganz salopp. Wenn du sagst, pass auf, ich möchte eine Gebäudereinigung aufbauen und möchte davon gut leben können, dann ist Bluthemd optional. Lassen wir das mal so da stehen. Da du persönliche Angebote kriegst, kann ich dir nur, also die beiden sollen ihre Preise bitte bekannt geben, wenn sie das möchten. Ich tue es nicht. Also das ist je nachdem, wenn du jetzt hier links, also rechts am Bildschirm siehst, das sind so alles Module, die du dazu kannst. Dankeschön, Peter, für den Ausblick in Bluthemd und natürlich für die Empfehlung für den Carlos. Sicherheit eine Menge wieder mitgenommen. Ich fliege einmal weiter. Und zwar der Abschluss. Nächste Woche sprechen wir dann tatsächlich mal darüber, welche Software macht dich eigentlich unwiderstehlich, wenn es um Mitarbeiter geht. Was brauchst du da? Wie
Wie stellst du dich und dein Unternehmen da auf? Also wirklich, es soll um Must-Haves gehen, nicht um Nice-to-Have. Und dann natürlich auch, wie wirst du zum absoluten Neukundenliebling? All das besprechen wir nächste Woche, denn du hast es schon gemerkt, wir haben ganz schön ausgeholt, um wirklich mal reinzugehen, um zu sagen, hey, das und das ist wichtig für dein Unternehmen. Und auch, ich hoffe, ich konnte es dir mitgeben, das ist weniger wichtig. Also freue dich auf nächste Woche. Ich freue mich, dich nächste Woche wiederzusehen. Und danke jetzt erstmal dafür. Das war wieder eine geballte Ladung an Insiderwissen im Gebäudereiniger-Podcast. Danke, dass du dabei warst. Und wenn du deinem Geschäft einen echten Boost geben willst, dann hol dir jetzt den exklusiven Report hier unter dem Podcast im Link mit meinem Online-Training, in dem du wirklich lernst, wie das funktioniert, was wir gerade besprochen haben. Also, vergiss nicht, uns ein Abo dazulassen, damit du keine Episode mehr verpasst. Wir steigern hier gemeinsam jede Woche für Woche deinen Umsatz. Und bis zum nächsten Mal. Vergiss nicht, deine Marktbegleiter schlafen nicht, sei der Erste.